Servus Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute gibt es das Frischfleisch im August, also die Neuzugänge für den August. Ja. Und ich habe wieder sehr, sehr viele Neuzugänge im August gefunden. Es sind insgesamt 32 neue Zugänge, die ich entdeckt habe, aber das würden viel zu viele für ein Video sein, deswegen mache ich daraus zwei Videos und ich werde euch in jedem Video der beiden 16 neue Erscheinungen im August präsentieren. Und ich mache das wieder wie beim letzten Mal, einfach vom Beginn bis zum Ende des August, also vom 1. bis zum 30. August. Und los geht's am 1. August mit einem Thriller von A.L. Shields. Und zwar heißt dieser Der Garten. Sieht so aus. Weiß nicht, was man dazu sagen soll zu dem Cover. Recht schlicht. Also jetzt nicht wirklich ansprechend, nicht sehr interessant gestaltet, aber dennoch irgendwie hat es etwas. Und darum geht es in der Garten. Als Bethanys beste Freundin überfahren wird, glaubt die junge Anwältin an einen Unfall. Doch dann liegt ein Klient tot in ihrer Küche. Und nicht nur das FBI jagt sie, sondern auch ein Auftragskiller. Bethany ist ins Fadenkreuz eines Geheimbundes geraten, dessen Ziel es ist, das Christentum zu vernichten. Und es hängt an ihr, uralte Codes zu entschlüsseln und die Kirche zu retten. Der brillante Verschwörungsthriller des New York Times Bestseller-Autoren Steve L. Carter und dem Pseudonym A.L. Shields. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und werde ich mir überlegen, ob ich mir das holen werde. Ich habe nämlich jetzt gerade ein religiöses Buch beendet, das mir sehr gut gefallen hat. Auch ein Thriller, bei dem es um das geht, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also wird eine Überlegung sein bei mir. Dann ebenfalls am 1. August erscheint Laut Amazon erscheint das am 1. August. Also hat es als Erscheinungstermin drinstehen, aber sie haben es schon vorrätig und verkaufen es schon. Obwohl es erst am 1. August erscheint, was mich sehr verwirrt. Auf jeden Fall erscheint am 1. August Stell dich tot von Julia Höppelin. So sieht's aus. Entschuldigung. So. Auch nicht wirklich erinnert mehr an die Bücher von Linda Castello. Ist sie Castello? Oder so. So nichts Besonderes mit dem Haus im Hintergrund und der Wiese, aber die Schrift gefällt mir, die hat was. Ist ein Thriller und wie gesagt, erscheint am 1. August und darum geht's. Die Kinderpsychologin Tommy McCloud kehrt nach dem Tod ihres Vaters in ihre texanische Heimat zurück. Am Tag nach der Beerdigung erhält sie einen Brief von einer Frau aus Chicago, die behauptet, Tommy sei ihre Tochter und vor 31 Jahren als Baby entführt worden. Tommys gesamte Welt bricht in sich zusammen. Ist ihre Schwester noch ihre Schwester? Wer war wirklich ihr Vater? Alles ist in Frage gestellt. Sie stößt bei ihren Nachforschungen auf lange verschwiegene Familiengeheimnisse. Als ein Killer Jagd auf sie macht, nimmt sie den Kampf auf. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, könnte interessant sein und wäre eine Überlegung wert, mir es auch zuzulegen.
aber das entscheide ich spontan. Dann ebenfalls am 1. August erscheint ein neuer Roman von norwegischen Autor Torkel Demhog. Und zwar ein Thriller, obwohl Roman draufsteht. Ich denke mal, es wird ein Thriller sein. Nämlich Der Feuermann oder nur Feuermann. Sieht so aus. Und ich finde das Cover irgendwie cool. Mit der verkohlten Hand und den Streichholzhölzern. Passt einfach zum Titel und zur Geschichte. Und darum geht's. April 2003. In Oslo kommt es zu einer rätselhaften Serie von Brandanschlägen. Eine junge Frau verbrennt. Kommissar Horvath und sein Freund, der Journalist Dan Levy, jagen den wahnsinnigen Pyromanen, den Feuermann, der an die reinigende Kraft der Flamme zu glauben scheint. Doch sie können ihn nicht fassen. Erst 8 Jahre später werden die Gespenster der Vergangenheit plötzlich wieder lebendig. Genau. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr genial. Und wäre mir eine Überlegung wert, würde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Weil ich an sich, ich habe schon ein Buch von ihm hier, die Bärenkralle, genau. Habe ich aber noch nicht gelesen. Klingt aber auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Dann ebenfalls am 1. August wahrscheinlich ein sehr lange erwartetes Buch. Vielleicht auch nicht. Nämlich der zweite Roman von Rainer Löffler nach seinem Debütbuch. Weiß jetzt nicht, wie es heißt. Aber fällt mir dann schon wieder ein. Und zwar folgt jetzt Blutdämmerung. Sieht auf jeden Fall so aus. Und ähnelt dem ersten Buch von ihm sehr. Das ist eigentlich das gleiche Cover. Nur in anderen Farben. Wenn ich mich nicht täusche. Oder so ein ähnliches Cover auf jeden Fall. Erscheint auch am 1. August. Und die Geschichte klingt auch sehr spannend. Der Himmel ist blau, die Sonne brennt, das Wasser im See schimmert türkis, im nahegelegenen Wäldchen singen die Vögel, unter Wasser dann Stille, Kühle, Frieden, ewiger Frieden. Nicht zum ersten Mal wird Martin Abel, bester Fallanalytiker des Stuttgarter LKA, nach Köln beordert. Im See am Ginsterpfad wurde von Hobbytauchern eine Leiche entdeckt. Eine junge Frau, gekleidet wie für eine Hochzeit. Und sie war nur die erste. Nun sind es schon fünf. Fünf tote Bräute. Was ihnen angetan wurde, ist so verstörend, dass es nicht an die Öffentlichkeit dringen darf. Und das klingt richtig genial. Und wird auf jeden Fall auf meiner Wunschliste landen und wird dann auch gekauft. Dann geht's weiter. Der 1. August ist jetzt vorbei und auch die Tage bis zum 10. August sind verstrichen. Und jetzt kommt der 11. August und da erscheint ein zweiter Teil einer, ich denke mal, Serie. Und es ist ein Kriminalroman von Sabine Kornbichler, die mit ihrem Debüt, das Verstummen der Krähen oder so ähnlich, auch sehr viel Erfolg hatte. Vermute ich mal zumindest. Ich habe es nicht gelesen. Und jetzt kommt der zweite Roman, der zweite Teil. Also, ob es eine Reihe ist oder nicht. Ich glaube, dass es eine zweite Reihe ist, nämlich die Christina Marlowe-Reihe oder Serie. Und da erscheint nach Das Verstummen der Krähen die Stimme des Vergessens. Sieht so aus. Und nee, mit dem Cover, über das Cover kann man streiten.
immer, wie ich finde, nicht sehr viel, nicht sehr aussagekräftig, aber auch nicht wirklich langweilig oder so. Einfach ein Cover. Und es geht um Folgendes. Als die Nachlassverwalterin Christina Marlow das Haus des verstorbenen Albert Schettler betritt, sind die Zeichen seiner Paranoia unübersehbar. Die Türen sind mehrfach gesichert, alle Fenster vergittert. In einem Brief, den er hinterlassen hat, steht, jemand werde versuchen, an den brisanten Inhalt seines Bankschließfaches zu gelangen. Christina hält das für Verfolgungswahn. Doch dann werden die Unterlagen tatsächlich gestohlen. War Schettlers Angst begründet? Christinas Recherche bringen ungeahnte Wahrheiten ans Licht. Was man jetzt davon halten soll, ich glaube, ich werde es mir nicht zulegen und werde es auch nicht lesen, weil ja, klingt eher für mich jetzt eher noch, für mich noch nichts. Also für mich ist das Buch nichts. Spricht mich jetzt auch nicht wirklich an. Aber vielleicht ist es für jemand von euch etwas dabei. Dann folgt ebenfalls am 11. August ein zweiter Teil einer, ich denke mal, Trilogie. Ich denke mal, dass es eine Trilogie sein müsste, wenn ich richtig informiert bin. Und der erste Teil war Silo. Oder ist es ein Zweiteiler? Könnte auch ein Zweiteiler sein. Wenn mich nicht irgendwie so. Und zwar von Hubei Level. Lest den Namen selbst, den kann ich nicht aussprechen. Level, der zweite Teil nach Stilo. Könnte auch ein Zweiteiler sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Lasst es uns herausfinden mit dem Klapptext der Kurzbeschreibung. Was, wenn man überleben muss und alle, die einem etwas bedeuten, längst tot sind? Und wenn der einzige Ort, an dem das möglich ist, meilenweit unter der Erde liegt? Level ist die verstörende und spannende Vorgeschichte zum Welterfolg Silo, des Kultauers Hakuei im Jahr 2041. Im Jahr 2041 wird der junge amerikanische Architekt Donald Keane von Senator Thurman mit dem Bau einer riesigen unterirdischen Anlage beauftragt. Ich glaube, ich höre jetzt auf mit der Beschreibung, weil es der zweite Teil und die Vorgeschichte zu Silo ist. Und wenn ich das jetzt weiterlesen würde, würde ich wahrscheinlich vermutlich spoilern. Deswegen lasse ich das jetzt. Kommt mir gerade so in den Sinn. Wenn es die Vorgeschichte ist, dann würde ich jetzt spoilern. Und das lasse ich jetzt lieber. Also wer Silo noch nicht gelesen hat, keine Angst. Ich höre auf. Level. Werde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Silo habe ich, interessiert mich auch nicht. Und dann hat sich das erledigt. Und es geht wieder weiter mit dem 11. August. Und da erscheint ein Endzeit-Thriller. Also ein Zombie-Roman. Aber ein zweiter Teil eines Zombie-Romans. Oder eine Zombie- Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Und da werde ich euch jetzt auch nichts zu sagen, weil es ja der zweite Teil ist. Und zwar der von Craig DeLuey Dead 2. Auf jeden Fall ein geniales Cover. Und der erste Teil müsste ja schon lange, lange erschienen sein. Da müsste auf jeden Fall schon erschienen sein. Habe ich aber noch nicht gelesen aber habe ich auf meiner Wunschliste stehen. Obwohl ich so nicht der Zombie-Fan sein werde. Dann noch am 11. August, immer noch, erscheint vermutlich eines der lang ersehnten Bücher, auf den sich wahrscheinlich schon seit Januar sich die meisten freuen.
von einem spitzenmäßigen Autoren, den alle kennen, alle die Thriller, Horror und so lesen, Horror und Thriller lesen. Von, die Rede ist von Richard Layman und der bringt raus Der Geist. So sieht das Cover aus und ich finde das Cover cool. Irgendwie ist das ein cooles Cover. Recht schlicht, aber dennoch interessant. Und es scheint, wie gesagt, am 11. August. Und es geht um Folgendes. Blutet für mich. Eine Gruppe von Studenten probiert auf einer Party ein altes Ouija-Brett aus. Tatsächlich können sie Kontakt mit einem Geist aus dem Jenseits aufnehmen, der ihnen verrät, dass auf dem Calamity Peak, einer unzugänglichen Bergregion in Kalifornien, ein Schatz versteckt sein soll. Ein Riesenspaß, so denken die jungen Leute. Doch die Reise, die sie beginnen, führt alle in ein unaussprechliches Grauen. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig genial und werde ich mir auf jeden Fall mindestens auf die Wunschliste setzen, wenn nicht dann sogar kaufen. Habe ich sogar schon auf der Wunschliste stehen. Brauche ich nicht mehr rauf tun, ist schon drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, klingt auf jeden Fall sehr, sehr genial und ich werde euch berichten, wenn ich es hier habe. Dann erscheint ein weiterer Teil der Julia Durand-Reihe, die Andreas Franz geschrieben hat. Aber da Andreas Franz ja bereits verstorben ist, schreibt für ihn Daniel Holbe weiter. Und da erscheint, ich weiß nicht, der wievielte Teil das jetzt ist. Auf jeden Fall erscheint die Hyäne am 14. August. Und ich habe noch keines der Bücher gelesen und ich werde die auch nicht lesen, weil mich die irgendwie nicht ansprechen. Aber wen es interessiert, darum geht es. Er mordet scheinbar ohne Plan. Er weidet seine Opfer aus und schickt ihre Eingeweide an die Frankfurter Polizei. Wer ist der Serienkiller? Killer. Der Serienkiller, der sich die Hyäne nennt. Kommissarin Julia Durand ist Kult. Alex Dengler, Denglers Buchkritik.de. Achso, das war eine Kritik. Klingt auf jeden Fall interessant, aber nichts für mich jetzt. Obwohl das mit den ausgeweideten Leichen schon interessant klingt, aber nee. Dann geht's weiter. Immerhin, immer noch, nein. Dann geht's weiter. Einen Tag später, nach dem 14. August, folgt der 15. August und da erscheint ein Thriller von Michael Todd. Das stumme Kind. Das sieht so aus. Und ich finde das Cover recht schön, atmosphärisch und die Schrift stimmig, passt alles zusammen, finde ich. Und erscheint wie gesagt am 15. August und darum geht es. In einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide kommen der Kinderarzt Andreas Joost und der Rechtsanwalt Thomas Wilke auf grauenhafte Weise ums Leben. Rasch ist klar, es gibt eine Verbindung zwischen den beiden Männern. Joosts Tochter Anna, ein autistisches Mädchen, das noch nie ein Wort gesprochen hat. Das Geheimnis, das die Beteiligten miteinander verbindet, führt tief in menschliche Abgründe. Und die Zeit zur Aufklärung des Falls drängt, denn der Täter hat bereits sein nächstes Opfer ins Visier genommen. Klingt auch sehr, sehr genial und vor allem mit den autistischen Mädchen ist ein sehr interessantes Thema. Vor allem Autismus und das auf jeden Fall auch sehr interessant und wird auch bestimmt auf meiner Wunschliste landen.
Dann folgt immer noch weiterhin der 15. August. Und da erscheint auch ein Buch eines der bekannten Autors, der schon einige Bücher geschrieben hat. Und zwar die Rede ist von David Baldacci. Wer weiß, wie man den ausspricht. Baldacci. Keine Ahnung. Und das Buch ist ein Thriller, vergessen zu erwähnen, und heißt 5 vor 12. Sieht so aus und irgendwie sind die Cover alle ziemlich ähnlich. Haben immer den gleichen Stil. Was aber wahrscheinlich daran hängt, dass die Bücher irgendwie vielleicht zusammengehören oder irgendwie so. Könnte sein. Weiß ich aber nicht. Der Ex-Nachrichtendienstmitarbeiter, langes Wort, Ex-Nachrichtendienstmitarbeiter Edgar Roy ist des Mordes angeklagt. Zu Unrecht, wie er beteuert. Roys Anwalt bittet das Duo King und Maxwell um Hilfe. Doch dann wird er ermordet. Wer hat den Anwalt getötet? Und ist Roy wirklich ein Mörder? Je tiefer King und Maxwell in Roys Vergangenheit graben, desto mehr Halbwahrheiten entdecken sie. Jede Hartnäckigkeit bringt sie schließlich auf Kollisionskurs mit den finstersten Winkeln der Macht. Und in einer furchterregenden Konfrontation könnte das Duo für alle Zeit getrennt werden. Also ich denke mal, ein typischer David Baldacci. Und auf jeden Fall nichts, was mich jetzt wirklich interessiert oder was mich jetzt anspricht. Und dann erscheint noch am 15. August wahrscheinlich auch ein sehr lange erwartetes Buch von einem sehr bekannten Autor, der auch schon viele Bücher geschrieben hat. Unter anderem zählen zu den Büchern Final Cut. Das bekannteste von ihm, werde ich vermutlich, habe ich auch gelesen. Hat mich aber enttäuscht. Die Rede ist von Veit Oezold mit Todeswächter. Und da mich sein erster Roman so enttäuscht hat, bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt noch ein Buch von ihm lesen werde. Aber die Geschichte klingt auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend. Und wie gesagt, erscheint am 15. August. Eine Serie rätselhafter Morde erschüttert Berlin. Zwischen den Opfern gibt es keine Verbindung, außer der Handschrift des Täters. Die Leichen wurden nach ihrem Tod auffällig in Szene gesetzt. In ihren Mundhöhlen findet die Polizei antike Münzen. Doch das Merkwürdigste, es gibt eindeutig Hinweise darauf, dass der Täter sich über längeren Zeitraum bei den Opfern aufgehalten hat. Allerdings ist die an den Tatorten sichergestellte DNA jedes Mal eine andere. Sind hier womöglich mehrere Mörder am Werk? Klingt auf jeden Fall sehr spannend und würde ich mir auf jeden Fall überlegen, es mir zu holen. Auf jeden Fall steht auch, glaube ich, auch schon auf meiner Wunschliste. Dann erscheint ein neuer Band einer sehr, sehr großen Reihe. Deine sehr, sehr große Serie. Moment, wie heißt die? Alex Delaware Serie, genau. Von Jonathan Kellerman und ich glaube, es müsste der 12. oder sogar der 24. Band sein. Irgendwie 12 oder 24. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Und der heißt Der Knochenspieler. Sieht so aus. Ich finde das Cover irgendwie genial mit der Hand, die mit den Fesseln. Gefällt mir sehr gut. Und erscheint am 18. August. Und es geht um Folgendes:
Im Garten einer wohlhabenden Nachbarschaft in Los Angeles taucht ein 61 Jahre altes Babyskelett auf. Kurz darauf werden die Knochen eines erst kürzlich verstorbenen Säuglings im nahegelegenen Park gefunden. Daneben eine junge Frau, durch einen Kopfschuss getötet. Wie gehören diese grauenhaften Funde zusammen? LAPD-Detektiv Melrose Drugis. Sorry, wurde gerade unterbrochen. Wie das so ist in einem Haushalt. Immer wieder. Da ist stehen geblieben. LAPD, Detective Melrose Drugis und der brillante Psychologe Alex Delaware tun eine jahrzehntealte Spur auf, die zu einem renommierten Krankenhaus, einer wunderschönen Krankenschwester und einem Arzt führt, der zu gut scheint, um wahr zu sein. Klingt auf jeden Fall auch sehr spannend, aber jetzt eher weniger was für mich. Wer die Alex Delaware-Reihe gelesen hat, kann mal in die Kommentare schreiben, wie die so sind, wie die so ist. Dann erscheint am 18. August. Am 18. August erscheinen sehr viele Bücher. Am 18. August erscheint auch ein Psycho-Thriller, der gar nicht aussieht wie ein Psycho-Thriller, wie ich finde. Und zwar von Julia Keller am Kalten Fluss. Sieht so aus und sieht für mich eher nach, ja, nach Krimi oder eher so Familientragödie, historisch nicht, aber so. Weiß nicht, wie man das Genre nennt. Auf jeden Fall nicht wie ein Psychothriller. Und erscheint wie gesagt am 18. August. Und es geht um Folgendes. In den eisigen Fluten eines Flusses in West Virginia wird ein Autowrack entdeckt. Darin die Leiche eines 16-jährigen Mädchens. Was auf den ersten Blick wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich bald als schrecklicher Mord. Das Opfer war schwanger und wurde brutal erwürgt. Belle Elkins, zuständige Bezirksstaatsanwältin, geht der Fall sehr nahe. Schließlich ist sie selbst Mutter einer Tochter im Teenageralter. Und die Ermittlungen laufen nur schleppend, da sich wichtige Zeugen in Schweigen hüllen. Doch dann wird das Gerichtsgebäude zum Ziel eines Anschlags und Belle selbst gerät auf ihrer Suche nach der Wahrheit in tödlicher Gefahr. Ja. Ob das jetzt wirklich so Psycho-Thriller-mäßig sein wird, schwer zu sagen. Ich würde es eher als Krimi bezeichnen, wenn ich die Beschreibung so lese. Aber man kann sich auch täuschen. Dann erscheint aber auch noch am 18. August ein Kriminalroman, der wider Willen nicht wie ein Kriminalroman aussieht, sondern eher wie ein Thriller-Cover. Das Cover sieht eher noch Thriller aus. Aber es ist ein Kriminalroman. Und zwar von Harry Bingham, Totenspiel. Sieht so aus. Und ich finde das Cover schön mit der Rose und dem Schatten im Hintergrund von der Frau. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Und um Folgendes geht es. Ein tödlicher Fall für Fiona Griffiths, die ungewöhnlichste Ermittlerin seit Lisbeth Salander. Im Cardiffer Gefängnis begeht ein Insasse auf mysteriösen Grund Selbstmord. Einen Monat später wird im Gefrierfach einer verstorbenen alten Dame das Bein einer seit Jahren vermissten jungen Frau namens Mary Langton gefunden. Als kurz darauf die verstreuten Leichenteile eines Mannes namens Ellie L. Califi auftauchen, steht die Polizei vor der Frage, ob und wie diese drei Fälle zusammenhängen. Detective Constable Fiona Griffiths findet heraus, dass Mary und Ali El-Khalifa einmal ein Paar waren und dass sich auch El-Khalifi und der Selbstmörder kannten.
Ui, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe mir die Beschreibung vorher nicht durchgelesen. Könnte auf jeden Fall sehr spannend sein und würde ich auch auf jeden Fall auf meine Wunschliste setzen. Und dann folgt das letzte Buch für diesen Teil. Und dieses ist wieder ein Psychothriller von einer wieder deutschen Autorin, tippe ich mal. Und erscheint auch am 18. August. Und zwar Bluttänzer von Eva Fürst. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, das Cover, finde ich. Ich denke, das ist irgendein Flügel oder sowas in der Art. Und es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Und das ist ein Psychothriller. Und es geht um das da. Er ist der Wacht und lässt die Toten tanzen. In einem kleinen Ort im Erzgebirge wird mitten auf dem Marktplatz die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Bei der Obduktion entdeckt die Rechtsmedizinerin Maja Heuberger verblüfft, dass Augenlider und Lippen des Opfers zugeklebt wurden. Und im Rachen steckte eine winzige tote Fledermaus. Während die Polizei noch ermittelt, werden zwei weitere Leichen gefunden. Wieder sind es Frauen. Wieder weisen sie dieselben Todesmerkmale auf. Zusammen mit ihrem Jugendfreund Peter beginnt Maya auf eigene Faust zu ermitteln. Als sie erkennt, dass sie selbst in Gefahr gerät, ist es fast zu spät. Der Auftakt einer fesselnden neuen Thriller-Reihe. Das klingt doch mal richtig, richtig genial. Ich finde, das klingt richtig genial. Und das wird auf jeden Fall auf meiner Wunschliste landen und wird auf jeden Fall auch gekauft oder irgendwie besorgt, weil es so richtig genial klingt. So, und dann war es das mit dem ersten Teil für die Neuerscheinung im August. Der zweite wird dann am nächsten Tag folgen oder in den nächsten Tagen. Sagt mir, ob ein Favorit bei euch dabei war, welches Buch ihr euch auf jeden Fall kaufen werdet. Würde mich interessieren und von den Folgebänden, welches ihr, ob ihr da schon was gelesen habt, wie den ersten Teil von Dead oder den ersten Teil, das erste Buch von Rainer Löffler, Rachesommer heißt es genau. Oder ein Buch von Torkel Demhoff oder ein Buch von der Julian Duro-Reihe oder von Veit Etzold oder was euch gerade einfällt, was ihr gelesen habt, würde mich interessieren und welches euer Favorit in diesem Video ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.